Auf dieser Couch haben sich heute zwei Spider-Rope-Heroes eingefunden, um endlich in das neue Spider-Man 2 reinzuschauen. Wird, ist es soweit. Spider-Man 2! Spider-Man 2! Nee, Spider-Rope-Hero hast du doch gesagt, oder? Das war ein Scherz. Ich musste erstmal überlegen und dann dachte ich so, nein, nein, nicht das Spiel, nicht das Spiel. Aber nein, ist fast genauso gut, oder? Ich würde sagen, Spider-Man 2 ist ein bisschen besser als Spider-Rope-Hero. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Okay, okay, okay. ja, aber das war natürlich nur ein Scherz. Wir sind hier für Spider-Man 2, das neue Insomniac-Game, mhm, das jetzt quasi gleich bald gerade, ich weiß nicht ganz genau, rauskommt. Es kommt am 20. Oktober. Genau, am 20. Und wir können jetzt schon mal ein bisschen reinspielen. Ich schnapp mir schon mal den Controller. Ich hör schon die Mucke. Und ich freue mich schon unglaublich drauf. Und unglaublich ist ein gutes Stichwort, denn das lese ich hier auch gerade bei den Schwierigkeitsgraden wird. Ey, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, deine Übergänge sind echt spektakulär, wenn nicht sogar fast ultimativ. Danke, es ist wirklich freundlich von dir. Alter. Ich mag unsere nette Nachbarschaft. Ja, das ist hervorragend. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich würde sagen, ich kann es kaum erwarten. Ich war bei der Preview. Ich habe den ersten Teil sehr gern gespielt. Ich habe den platiniert. Ich kann es kaum erwarten, jetzt den zweiten Teil zu spielen. Und ich lege jetzt einfach mal los. Ich bin sehr ungeduldig. Ich mach's ja, okay. Ja, ja. Aber ein bisschen musst du dich noch gedulden. Nein. Wir schauen uns noch eine ganz kurze Werbung an. Und dann sind wir direkt in New York. Bock auf das perfekte Action-RPG für dein Handy? Dann aufgepasst. Mit Dungeon Hunter 6 erscheint endlich ein neuer Teil der Mobile Hack and Slay Reihe. Und das ist ein ziemlich fettes Looten- und Level-Paket. PvE und PvP-Spielmodi, Gildenkriege in Echtzeit und über 100 einzigartige Bosse, die mehr sind als reines Schwertfutter. Denn hier kannst du die erlegten Bosse nicht nur looten, sondern auch anschließend als Mitstreiter beschwören. Monatlich aktualisierte Klassen, individuelle Reitgefährten sowie eine flexible Kampfsteuerung mit Dodges, Combo und Ausweichrollen runden die Fantasy-Schlachtplatte ab. Die frischen Animationen hieven die beliebte Serie auch optisch auf ein ganz neues Level und ermöglichen super flüssige Kämpfe auf deinem Mobilgerät. Also, lade dir Dungeon Hunter 6 jetzt kostenlos auf Android oder iOS runter. Benutze den Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code, um das Special Starter Pack im Wert von über 50 Euro zu ergattern. Und mach unbedingt beim Launch-Event am 15. Oktober mit, wenn du Bock auf geile Preise hast wie das iPhone 15 Pro Max oder eine PS5. Jetzt aber los! Ich darf. Wird. Ich darf, ne? Drück drauf. Was machen wir denn? Wir spielen. Was würdest du empfehlen? Unglaublich? Ich würde sagen, ja. Unglaublich. Das ist der Standard. Was bisher geschah. Das sollen wir uns auch mal anschauen. Das können wir uns angucken. Ja. Hey, Pete. Ich arbeite an einer College-Bewerbung. Und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. MJ! Ist doch klar. Ich versuche großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit. Ich finde es aber süß, dass sie das so als College-Bewerbungsding zusammenfassen. Mhm. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte.
Ich habe vom Original gelernt, so zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Auch tot. Das Gute, das ich jeden Tag tun will. Ja. Also auch wenn man Spider-Man kennt, ne? Sterben immer die anderen Leute. Aber nicht der Onkel. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Voll. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... Das stelle ich mir auch schwer vor. Warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Was denn? Naja, wenn du Spider-Man bist, eine College-Bewerbung zu schreiben, ohne zu sagen, ich bin übrigens Spider-Man und ich kann mega krasse Sachen. Also weil alles, was passiert, ist, also alle krassen Sachen in deinem Leben machst du, weil du Spider-Man-Kräfte hast. So. Ja, aber Far From Home hat es ja so ein bisschen behandelt. Ja. Wo er sich eine College-Bewerbung gemacht hat und so. Ja, das stimmt schon. Und alle wussten, dass das Spider-Man ist. True. Ja. Okay, dann... Es geht los. Ach komm, Sarah, lass mich jetzt bitte, bitte, bitte. Let's go. Oh Gott. Soll ich euch alleine lassen? Ja. Also ich habe die Preview gespielt. Das spielt 9 Monate nach Miles Morales, oder? Ja. So wurde es gesagt. Ich weiß nicht. Aber jetzt sind wir ja erstmal noch mal ein Stück zurück. Jetzt sind wir ja erstmal bei... Vor 2 Jahren. Wir sind bereit. Norman und Harry. Alles okay? Den man vorher noch nie gesehen hat. Harry. Was du Harry nicht. Ja. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. What? Weird King. Das muss unangenehm sein. Ja, so einen Schlauch im Mund zu bekommen. Also dieses ganze Thema um Normans Sohn ist krank, ist glaube ich schon aus den, ist schon bekannt. Ja genau, das war im Endgame von Spider-Man 1. Genau. Also es hieß ja immer, dass Harry im Ausland ist. Ja. Und sich da nicht gemeldet hat. Ja, im Ausland. Ja, yeah, Ausland. Also im Goldfischglas. Und dieses schwarze Glibberzeug, das hat man auch schon gesehen. Und das ist ja auch nichts Neues im Spider-Man-Universum. Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Also ich würde mal sagen, mit 25 Jahren machst du vielleicht mal gerade... Mein Name ist P. Bist du nicht gleich Lehrer, sondern wie heißt es nochmal? Mr. Parker. Da bist du... Ja, so ein Vertretungslehrer oder sowas, ne? So ein, wie heißt ein Lehrer nochmal in Ausbildung? Referent. Ja, genau. Dariat heißt ja, ein Referent. Ein Referendar. Wissen Sie, genau, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teil... Auch geil, dass er jetzt wirklich sein Lehrer ist, ne? Mhm. Auf 2 Ebenen gut. Ich muss mal... Okay... Mir ist der Altersunterschied zwischen den beiden noch nie so richtig aufgefallen. Ja. Bei Oberflächenspannung. Das übersieht man sehr oft. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung. Oh, ist das Sand? Ich mag keinen Sand. Ist das Sand? In New York? Oder einfach nur Klimawandel? Durch die Länge L der Linie, auf die die Kraft. Das hat bestimmt gar nichts zu bedeuten. Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5. Wie findest du das Redesign von Spider-Man? Dass sie ihn jetzt mehr angepasst haben wie einen Tom Holland. Ich weiß, aber das musst du sehen. Du meinst Peters Gesicht, ne? Ja.
Die hatten die Urgänser noch anders aus. Ja, das stimmt, aber ich finde, er sieht immer noch nicht aus wie Tom Holland. Finde ich auch nicht, aber irgendwie meinen sie immer so, die haben ihn angepasst wie Tom Holland. Ich dachte, nee. Er wirkt halt wie eine Mischung aus vielen verschiedenen Spider-Leuten. Ja, stimmt. Let's go. Mann, es geht direkt los. Let's go! Ja, sehr schön. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut, ich hab noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh! Oh. Schöne neue Movements. Ja. Das gefällt mir. Wir uns schnell um Marco. Ich mag auch, ich habe ja die Preview gespielt, der Wechsel zwischen den beiden, dass dann auch das Main-Theme von denen da so ein bisschen angepasst wird. Mhm. Ja, ist mehr Poser geworden. Es ist wirklich so. Also vorher war es halt so, da war er so straightforward herumgesprungen, aber ich glaube so, seitdem Mais dazugekommen ist, ja, ja, hat ein bisschen mehr Drip bekommen. Die haben auf jeden Fall super viele neue Animationen drin im Schwingen und generell ist das Schwingen einfach so viel nicer geworden. Ich hatte das Gefühl, also früher haben immer alle darüber, heute reden noch alle darüber, ja, bei Spider-Man, wie geil war es denn, durch die Stadt zu schwingen. Hm. Und es stimmt schon, aber für mich nicht so ganz zu 100%, weil ich nicht immer das Gefühl hatte, ich drücke einen Knopf und schwinge automatisch genau dahin, wo ich hin will und halte mich genau da fest, wo ich mich festhalte. Hm. Und ich habe es ja jetzt auch schon gespielt, so zu dem Zeitpunkt, weil ich das Preview hatte und habe im Game Talk drüber geredet, falls ihr da irgendwie noch mehr dazu hören wollt. Definitiv, schaut da rein. Jetzt tut's das für mich wirklich. Also jetzt ist das so zu 100% ausgereift, dass es mich immer genau dahin bringt, wo ich hin will. Und dieses Gefühl, dass sie das geschafft haben, ist so nice. So, jetzt sind wir aber in Ground Zero, keine Ahnung, was ist das hier? Naja, Sand. Ja. Mitten in der Action. Ich glaube, wir haben ihn. Da ist er doch. Also es ist schon, ja, so muss es sein, so muss es sein. So willst du ein Überraschung. Superhelden-Spiel beginnen lassen. Ja. So. Sandman? MJ hatte recht. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Hat er etwa Hunger? Der Große braucht einen Snack. Wie ist das da? Lenk ihn ab. Ich hab die Idee. Ins Gesicht rein. Oh! Eieiei. Aber ich finde es schon ziemlich viel Druck. Also so under pressure das Tutorial noch lernen, weißt du? Und ja, dann kann man sich, ich konnte mich beim ersten Mal nicht, ich kann jetzt drauf gucken und mir wirklich den Sandman angucken. Mhm. Aber wenn du dann noch überlegst, welche Steuerung, und jetzt stell dir mal vor, das ist auch 5 Jahre her, das erste Spiel. Es gibt jetzt safe eine neue Zielgruppe, die mit dem Spiel anfangen, die noch nicht diese ganze Steuerung kennen. Ja. Die müssen da jetzt reinkommen. Ja, stimmt, das ist vollkommen. Die haben innerhalb von 2 Minuten jetzt gerade schwingen gelernt. Jetzt lernen sie kämpfen. Und das, man sieht gleich noch, wie viele einzelne Steuerungsoptionen dir innerhalb von den ersten 5 Minuten einmal ganz kurz gezeigt werden. Ist dann doch eher was für erfahrene SpielerInnen. Ich finde schon, dass es mir geholfen hat. Also, es hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich die ersten zwei Teile kenne. Ja, definitiv. Also, ich habe jetzt nicht daran gedacht, aber du hast vollkommen recht. Also, da kommt jetzt auch gleich nochmal einiges. Jetzt kommen die Kämpfe, ne? Ja. Nochmal ein normaler Schlag. Wurde dir Dodgen schon gezeigt oder machst du das gerade einfach? Ich mache es einfach. Ja, ne? Ich brauche dich! Mr. Parker? Tut mir leid, wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin! Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Also es ist schon mega gut inszeniert. Ja, es ist bombastisch. Also, auch halt mit dem Telefonat und so. Aber es ist sehr viel Story und Tutorial in einem. Es ist viel zu viel. Aha. Ja, und jetzt nämlich L1 und
Jetzt kommen nämlich schon die Kombos. Mhm. Und grundsätzlich ist es ja ein überschaubares Steuerungssystem. Du hast halt die eine Schultertaste und dann alle deine vier verschiedenen Buttons, die du für diese Superangriffe nutzt. Ausweichen wird mir erst jetzt beigebracht? Ja. Ja, da sagt er sogar Autos. Ich will auch gar nicht, also nicht, dass es so rüberkommt, als würde ich das schlecht reden. Ich sag nur, es ist viel. Auf einmal so. Lieg ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Aber es ist natürlich mega mächtig. Er sieht doch ein bisschen aus wie der Hulk, ne? Ich find's auch gut, dass sie den Sandman die ganze Zeit rausgehalten haben. Also der war auch nicht in den Trailern oder so bis jetzt. Ja. Außer jetzt ganz, ganz kurz, glaube ich, ganz vorher. Genau, da haben sie plötzlich einen Tweet rausgehauen und dann sieht man den Sandman. Ich dachte so, ach come on, Leute. Ich will dir helfen. Ist ja auch, glaube ich, einer der OGs von den Sinister Six. Also die rotieren ja immer durch bei den Sinister Six, aber... Ich glaube, er war letztes Mal auch gar nicht dabei, ne? Bei Spider-Man. Nee, Marvel Spider-Man 1. Nee. Da wurde Mr. Negative ja der Austausch davon. Daumen hoch! Nein. Anderer Finger. Er war wohl nicht froh über das Wiedersehen? Er ist nicht der nostalgische Typ. Lass mich gehen. Sonst bist du tot. Er hört nicht zu. Wir müssen eins drauflegen. Ah, ja, spiele ich. Miles. Seine Schulter ist schon nass. Die Elektrizität hat er sicherlich auch nicht so. Du hast es geschnallt. Elektropower. Das hat gesessen. Aber wir brauchen mehr Wasser. Sein Spider-Venom. Ja, das ist sowieso. Verwirrend. Oh, 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 oh. Ich kann jetzt halt viel mehr drauf achten, wie das Ganze inszeniert ist und wie nice New York auch einfach in diesem Sand und mit dieser Sonne im Hintergrund aussieht. Es hat was von, oh Gott. Blade Runner. Ja. Die Lens Flares. Okay, das hat was von J.J. Abrams. Darf ich ein bisschen Sand haben? Hat hier jemand Wasser bestellt? Und Elektroattacke. Donnerschock! Komm. Wie dynamisch ist halt einfach wechseln, ne? Du bist einfach in einem anderen Stadtteil. Ja, es ist... Das ist so cool. Das ist gut, ne? Und dann zeigen die auch schon die neuen Mechanik Slingshots und so. Das, auch wie sie eben kurz so aus dieser Sandwolke raus sind. Ja, und wieder rein, das ist schon nice. Sieht gut aus. Ey, und Insomniac macht ja noch das Wolverine-Game, ne? Da bin ich so gespannt drauf. Stimmt. Mr. Parker. Mach ich. Moment. Was? Er weiß es? Yankee weiß alles. Ach ja, das ist auch so eine Sache gewesen. Jeder weiß von allen. Ja, nicht ganz. Ja, aber es ist schon ein großer Teil. Das ist mir bei der Preview halt auch aufgefallen. Aber das hatten die auch schon beim Summer Game Fest gezeigt. Ich hab die Energieleiste gerade komplett ignoriert von ihm. Mhm. Wow. Auch schön, dass es immer in die anderen Animationen sind, wenn er weggeworfen wird. Hey, besser als Ant-Man the Wasp oder Ant-Man Quantumania. Wir reden hier
Das ist der eine, den ich nicht gesehen habe. Okay. Ich glaube, du hast nichts verpasst, wenn du den nicht gesehen hast. Ja, ich will das die ganze Zeit irgendwann mal nachholen, aber. Ja, irgendwann. Keine Zeit. Ist ja. Also, das ist schon mega cool inszeniert, ey. Ist so gut. Also ich würde sagen, die einzigen Marvel-Filme, die wir dieses Jahr gesehen haben, ist Marvel Spider-Man 2, das Spiel hier. Die einzigen und Filme, die wir gesehen haben, ist dieses Spiel. Und Guardians of the Galaxy 3. Der war super. Ja. Oh, hab ich geheult. Ja, ganz im Ernst. Rocket Raccoon und die ganze Geschichte herum. Den fand ich erstaunlich hart. Ja. Ich wollte nur ein normales Leben, wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Venom Punch! Das Gerät aus der Kontrolle! Pete, was passiert? Bin draußen gelandet! Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Ich hab das nachgeguckt. Was denn? Also das in den Comics ist es schon so, dass diese Power, die Elektro-Power von Miles Morales Venom-Power heißt. Mhm, ja. Und es gibt ja auch den Bösewicht Venom in diesem Universum mit dem schwarzen Schleim. Ja. Es ergibt für mich nicht hundertprozentig viel Sinn, dass die es genau gleich benannt haben. Ja, finde ich ein bisschen unglücklich, dass sie das dann auch Venom genannt haben. Weil den Antagonisten gibt es ja schon länger. Mhm. Und diese Fähigkeit, ja gut, wie nennst du das Gift einer Spinne im Englischen? Ja, aber es ist ja auch. Wo bist du, Pete? Das Elektrogift. Elektrogift. Ich hätte es jetzt Pew, Pew. Sparky Sparky genannt. Ja, Sparky Sparky. Immer weiter, Miles. Hi. Ich wollte nur ein normales Leben. Wollen wir das nicht alle? Jetzt ist es zu spät. Hm. Oh Mann! Also. Glück, dass er daneben gehauen hat. Ja. So, jetzt werden dir noch die Finisher beigebracht. Also, es ist natürlich cool, dass dir relativ schnell eigentlich alles aus den Vorgängerteilen an die Hand gegeben wird. Da ist es natürlich so, dass du das alles über die Spiele hinweg lernst. Und hier sollst du ja neue Dinge lernen können und machen können, aber das Tempo ist schon. Ja. Und du hast auch nicht mal die Gadgets, ne? Nee. Die kommen auch noch. Ja, aber ich hab doch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich kann mit deiner Direktorin reden. Ach ja, und der Cross with Spider-Verse ist auch noch ein Film, den man dieses Jahr gesehen hat. Ja, absolut. Wenn es um Marvel-Filme geht. Also es ist eine verdammt gute Zeit, ein Spider-Man-Fan zu sein. Also du bekommst halt einfach nur die besten Sachen. Absolut, es ist wirklich, die Spider-Verse-Filme sind der Wahnsinn, weil die ja so viele Bilder pro Sekunde dir liefern, dass das Gehirn nicht hinterherkommt und du auf so einer komischen Welle reitest, in der du eigentlich nicht verstehst, was die ganze Zeit passiert. Aber irgendwie ist gut. Ja. Ich bin gerade nur ein bisschen enttäuscht, weil ich halt nicht weiß, wie und wann es so weitergehen soll. Weil als sie gesagt haben, ja, kommt nächstes Jahr im Frühjahr, ich dachte so, nee. Ja, ihr habt jetzt 5-6 Jahre an dem Film gearbeitet. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr jetzt irgendwie in kürzester Zeit aua den dritten Teil rausbringen werdet. Ich glaube es auch nicht, aber ich bin ein Freund von, ey, wenn sie Zeit brauchen, dann sollen sie sich nehmen. Ja. Aber dann sagt man es nicht, dass es irgendwie nächstes Jahr kommen soll. War halt auch ein krasser Cliffhanger am Schluss, ne? Ja, für mich war es kein Cliffhanger, für mich hat es einfach mitten im Film aufgehört. Weil ja, das war ja aber, also, das war ja auch schon angekündigt. Ja, aber es war ja nicht so ein richtiges Ende, weißt du? Ich finde zum Beispiel in Marvels Infinity Game, Infinity War. Infinity Game. Infinity War hatte irgendwie noch ein richtiges Ende gehabt, im Gegensatz jetzt zu Across the Spider-Verse. Ja. Oder ein Star Wars Episode 5 hat immer noch ein Ende bekommen. Im Gegensatz zu einem Across the Spider-Verse. Das stimmt. Wie läuft's so, Spider-Man? Fast geschafft! Der Tank gehört. Aber ich war auch froh, weil der Film war sehr lang. Der war mega lang. Sehr doll aufs Klo im Kino. Ja. Und ich wollte keine Sekunde verpassen. Mhm. Und es endete nicht. Hey,
Und das war ja auch so eine Sache, ne? Also wir haben ja eben gerade gesagt, Venom-Attacke, Venom-Antagonist. Wir haben jetzt zwei Spider-Man. Es ist nicht so der eine, dass er irgendwie anders geschrieben wird oder so. Sondern es sind Spider-Man, Spider-Man. Wir haben zumindest, wir haben einen Michael Petresco und wir haben einen Micha Reinke. Siehst du, ja, so kriegen wir die Michaels so auseinander. Das nicht. Es gibt Menschen, die nennen Krogi Micha. Oder in dieser Firma. Wer nennt ihn? Aber guck dir das mal an, okay. Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Jetzt kommt noch mal was Cooles. Die Flügel! Yeah! Voll gut. Sie fliegen! Das war's noch nicht! Aber so wirklich tutorialmäßig aufgebaut. Oh, wir haben die ganzen Gadgets schon gehabt, aber ey, wir müssen die jetzt erst aktivieren. Ja, ja. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Wenn hinter dir ist der Miles! Miles! Ey, dieser fließende Übergang, es ist. Ah. Was ist. Was es auch wirklich gut kann, ist. Also darauf bezogen, es sind quasi auch beim Schnellreisen und so keine Ladezeiten drin. Es ist wirklich super kurz. Es wird halt so ein bisschen durch Animationen überbrückt. Ja, aber das auch ist halt nicht immer. Nee? Nee. Wie oft will er noch runterfallen? Und du kannst halt quasi überall auf der Karte. Also, genau, lass gleich, gucken wir uns gleich an. Irgendeine Idee? Kommt jetzt Storm von den X-Men? Oh, da ist er zufällig gegen das Stromkabel gelaufen. Upsi! Ja, die Klasse ist wieder vereint. Unterricht! Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Oh, es ist so praktisch, dass sie super smart sind. Ist auch noch ein Physik-Unterricht. Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn. Ich soll das jetzt tracken. Hältst du das aus? Ich wirf's raus. Oh, Tag Team. Ich mag diese gemeinsamen Finisher. Mm, ja, das mochte ich zum Beispiel auch in Arkham spielen. Mm. Das war auch sehr toll. Ach, die Arkham-Spiele. Wie du sagtest. Wir müssen kreativ sein. Ich hätte so gerne mal wieder ein neues, gutes Batman-Spiel. Ja, aber dafür kriegen wir gute Spider-Man-Spiele. Also, das I'm stimmt. Not even mad. Vor allem, und Spider-Man kann jetzt durch New York gleiten, also. Aber und manchmal Batman ist kannst auch du durch Gotham City. Und kannst Panzer fahren. Das stimmt. Sagen wir, wie es ist. Das Batmobil war ein Panzer. Spider-Sperrfeuer. Halt der Friendly Neighborhood Hero. Da wird nicht Panzer gefahren. Ja. Warum gibt ihr nicht einfach auf? Weil wir diese Stadt beschützen wollen. Ach, ja. In dein Gesicht! Oh, das ist so gemein. Wenn er nicht gerade mitten in New York stehen würde, fände ich es auch voll okay, wenn er so durch eine Wüste einfach in der leben würde. So eine Attraktion in Dubai. Nein, ein friedliches Leben. Ein friedliches Leben, okay. Ein friedliches Sandmann-Leben. Man kann Sandburgen bauen. Es ist ein Tuskenräuber. Sandkuchen essen. Alles gut. Alles gut. Aber das ist doch der Iron Man Thor Moment. Nein, das ist der Spider-Man Moment. Nein, das ist der Iron Man Thor Moment, wo sein Anzug überladen wird. Wir haben die Stadt gerettet. Er könnte jetzt Sandburg bauen. Spaß. Tschüss. Das ich hab Sand. Überall. Verstanden. Verstehe die Anspielung. Ja, und den Rest des Spiels läufst du rum mit so einem großen Ventilator-Föhn und ballerst den Sand aus New York raus. Das ist ein Crossover zum, wie wird's nochmal hier? Das ist Powerwash Simulator. Powerwash Simulator, ja. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Wie, und da kommt er jetzt nicht raus?
Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Wer? Sie? Uns holen? Dum, dum, dum. Also das Gute an einem Videospiel ist ja, ah ja, das kennt man ja, das ist der Trailer, es kann nie genug Bösewichte geben. Das stimmt. Im Gegensatz zu Filmen, wo ich einfach denke, ah, manchmal ist das vielleicht zu viel. Ja. Da nehmen sie sich nicht die Zeit dafür. Und hier, ich glaube, die nehmen sich schon genug Zeit dafür. Und das war auch bei dem letzten Spider-Man schon so. Wobei Rhino wieder ein bisschen zu kurz kam, fand ich. Ach, aber diese Anfangsszene mit Rhino durch die Stadt, durch dieses weihnachtliche New York, wo die da durchpreschen, ist schon nice. Ja, schon geil. Aber ja, das war der erste große Trailer. Oh, er hat einen russischen Akzent im Deutschen. Hat er keinen? Also im doch, aber ich fand der Klang subtiler. Vielleicht liegt es daran, dass ich. Ja, ich fand der Klang subtiler, aber ich bin natürlich deutsch muttersprachlich. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass mir der hier mehr auffällt. Vielleicht liegt es auch daran, dass russische Akzente in der deutschen Synchro meistens sehr übertrieben dargestellt werden. Ist mir halt aufgefallen. Ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So. Ja, er spricht halt so klares Deutsch und dabei, also so dieses deutsche Synchro-Ding und dabei aber den Akzent, finde ich. Mhm. Ja, hier werden schon die ganzen Leute angeteased, ja. Der Prowler. Sandman wurde nicht gezeigt im Trailer. Und da ist auch schon der Taskmaster drauf wieder zu sehen. Sandman wurde nicht gezeigt in dem hier. Da haben sie den rausgenommen. Die große Jagd beginnt. Ja, das kann Sony ja ganz gut. Wir erinnern uns alle an den Last of Us 2 Trailer. Ja, also sagen wir es mal so, Marvel und Disney können das ziemlich gut. Wir erinnern uns an den Infinity War Trailer. Ja, auch das. Wo die einfach Sachen reingebaut haben, die gar nicht da waren. Ja, aber ich finde es ja auch irgendwie gut. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ja, ab nach New York gehen so die Hunter. Ja. Und plötzlich sind die super Bösewichte die Gejagten. Ja. Plötzlich Speck aufs Verlein. Ich muss sagen, ich mag. Na, guck dir's mal an. Na. Das ist ein anderes Genre. Sieht doch fast so aus. Sand, überall Sand. Sand, ja. Ich mag die Prämisse, dass diese Superbösewichte, mit denen man sich jetzt so ewig lang angelegt hat, plötzlich die Gejagten werden. Weißt du? Mhm. Das gibt ihm so eine neue Übermächtigkeit. Obwohl man ihn noch gar nicht kennt. Und ich finde jetzt Kraven the Hunter. Ich kannte ihn vorher nicht. Ach, kannst du nicht? Okay. Nee, weil ich ja nicht so in den Comics drin bin. Aber du hast doch bestimmt eine Empfehlung bekommen von Kravens letzter Jagd, oder? Das solltest du mal durchlesen. Nee. Weil das ist echt gut. Ja, ich kannte ihn gar nicht. Ich habe nur diesen Trailer gesehen, um ehrlich zu sein. Und ich weiß, dass ein Film zu ihm rauskommen soll. Stimmt. Aaron Taylor-Johnson spielt ihn, glaube ich. Ja. Und Kick-Ass. Ich finde diese, oh, ich bin so ein männlicher Dude, der gerne jagen geht, Prämisse und dabei das animalische Tier, das ist jetzt nicht die Prämisse, die mich mega krass anspricht, so weißt du, da gibt's für mich spannendere Charaktere. Mhm. Deswegen war ich erstmal gespannt, wie dieser Bösewicht sich hier entwickelt. Und ich kann nur sagen, ich mag die Story sehr gerne. Ja, ich glaube, wir sind auch in einer Zeit, wo solche Charaktere auch recht gut erzählt werden können, wo dann auch genug Hintergrundgeschichte und Motivation. Insomniac kann das, ja. Gut rübergebracht wird. Oh. Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Bin dran, Chief. Ja, also ich bin halt noch gespannt. Es gab einen Charakter, wo ich ein bisschen dachte, ja, ist ein bisschen schade, dass der im ersten Teil nur ganz kurz vorkam. Weil der so ein großer Player ist eigentlich. Wer denn? Der Kingpin. Ja. Was brauchst du? Bin mal gespannt, wie es im zweiten sein wird.
Wie ist der Plan? Aber der Kingpin ist ja auch eher mehr ein Daredevil-Antagonist. Ja. Aber trotzdem auch sehr präsent im Spider-Man-Universum. Deswegen würde ich es auch sehr passend finden, wenn er hier ein bisschen mehr Action hat. Also vor allem, ich kannte ihn damals aus der Animated Series aus den 90ern. Ja. Da kam er halt ziemlich oft vor. Es sollte dort einen Starter geben. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Bin ich zu nah dran, oder? Habt ihr Boss gefragt? Nee, da muss die Lava noch. Okay. Muss jetzt mal reden. Du warst zu schnell, Wirt. Sorry. Du bist so gut im Schwingen. Okay, was soll ich tun? In deinen Netzschießern ist doch ein 3D-Drucker eingebaut. Du musst schnell etwas bauen. Habt ihr die Pläne geschickt? Ist auch ein 3D-Drucker mit eingebaut, natürlich. Das fand ich auch ein bisschen witzig. Sieht aus wie eine Drohne. Aber irgendwie ist es auch smart zu sagen, seine Spinnenkräfte funktionieren wie ein 3D-Drucker. Ja. Obwohl sind nicht seine Kräfte, sind ja seine. FRND. Ja, aber er baut sich halt eben mal kurz dieses Ding auch noch in bunt. Mhm. Wo hat er die Farbe her gehabt? Legen wir das in die Luft. Es gibt jede Menge störenden Datenverkehr. Ich habe einen Weg auf dem Visier markiert. Dann ist das Signal klarer. Drohne starten. Superman 64! Daneben! Daneben! Kannst du mit der Bewegungssteuerung was machen? Ich weiß gar nicht, womit ich gerade steuere. Ich mach gerade mit beiden Sticks. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Wir haben es geschafft! Gutes Drohnengeräusch. So klingt auch Drohnen, oder? Ja, voll. Ganz gut. Stufe 1, Stufe 2. Okay, gehen wir hier nochmal ins Menü. Gucken uns das hier mal alles an. Was haben wir hier alles? Wir haben erst einen kleinen Abschnitt freigeschaltet. Ja. Das ist halt, also alles, was man links sieht, ist die ursprüngliche Karte. Wird irgendwann alles, dir gehört. Alles, was du rechts vom Wasser siehst, ist neu. Und was ist mit dem dunklen Ort? Aber sie haben ja auch schon gesagt, dass sie die Karte quasi verdoppelt haben. Also Brooklyn und Queens, das, was östlich des Wassers ist, ist neu dazugekommen. Mhm. Den Rest von New York kennt man schon. Und du kannst halt rechts alle Moves nachgucken, wenn du, solltest du beim Tutorial dich an irgendwas nicht erinnern. Mhm. Das ist super. Kostüme sind ja auch noch später hier. Sind, glaube ich, wie viele wurden angesagt? Ich glaube, also 60 Stück oder so? Ich glaube, ein bisschen mehr als 60. Okay. Und jetzt hast du deinen Fertigkeitsbaum und der ist halt, der war auch schon in drei Teile unterteilt im ersten Teil, aber halt in den Traversal und also in Reisen, in Kämpfen und in, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich irgendwas mit Schleichen. Hier hast du auch wieder drei Skill Trees, aber du hast einen für Peter, einen für Miles und einen gemeinsam. Was auch ganz cool ist. Was auch irgendwie schon Sinn ergibt. Also die sind zwar ähnlich, aber haben dann auch schon individuelle Kräfte. Also wir haben ja bei Peter haben wir die Iron Spider Legs, die Beine. Und nachher wahrscheinlich dann auch noch seine Venom-Fähigkeiten. Vor die Iron Legs sind einfach so krasse Waden. Ey, why not? Aus Metall. Aus Metall. Und er hat ja seine Venom-Fähigkeit hier. Ja. Der hatte den Venom-Sprint. Hast du noch Fähigkeitspunkte? Nee. Nee, ich habe das eben gerade hier ausgegeben für jetzt. Die Spider-Peitsche. Sehr gut. Was ist denn los? Was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein! Steinhart! Diese Schweine! Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da! Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Mit wem hast du eigentlich am liebsten gespielt? Also, wessen Kampfstil findest du am besten? Das kann ich dir nicht so sagen. Ich mag total, dass sie unterschiedlich sind. Und
dass man auch in unterschiedlichen Momenten unterschiedliche spielen kann. Also du kannst nicht immer zwischen beiden wechseln. Das ist auch storybedingt, wäre das Quatsch, finde ich. Klar. Also ich finde, das nimmt dem Ganzen auch was, wenn die haben sich ja bei der Inszenierung was gedacht, wenn du eine Story mit einem von den Charakteren erlebst. Und das macht's aber halt cool. Du kannst einzelne Missionen nur mit einem von beiden jeweils angehen. Es gibt Sachen, die kannst du mit beiden machen und dir aussuchen, wen du nimmst. Und da habe ich nicht mir, da habe ich nicht gesagt, oh, da nehme ich immer Miles oder so, sondern ich fand's echt cool, dass die so eine Abwechslung bieten. Ich werde eine Petition starten, damit die Waffenclubs durch was Besseres ersetzt werden. Schütze getroffen! Wie einem Club für Komplimente! Die schaden niemandem und sind umsonst! Zum Beispiel, du kannst echt gut einstecken. Es gab ja einige Leute, die fanden es ja nervig, dass Peter die ganze Zeit gesprochen hat während Kämpfen. Das gehört aber zur Spider-Man-DNA. Super witzig. Ich finde, ein Spider-Man, der dann nichts sagt, dann... Das funktioniert nicht, das gehört nicht so. Das ist dann Batman. Batman ist derjenige, der sagt, ja, ich verletze dich nicht, aber dein Rückgrat, das bricht dir trotzdem. Aufpassen! Okay. City Gun Club. Ach. Viele wollten das Sandhaus in der Stadt ausnutzen. Wüsste ich doch nur, was mit Marco war. Da kommen noch mehr. Heißen wir sie willkommen. Spidey-Style. Ob, ob, ob. Ah ja, jetzt kommen die Gadgets. Mit Gadgets. Der Netzschießer, Höhenflug. Hm? Muss gedrückt haben, ich sag. Ja. Okay. Die kannst du jetzt alle einzeln immer noch upgraden, wenn du drauf gehst. Die Sachen, die du schon gekauft hast. Was ist denn Umstand? Aber man braucht halt... zu finden. Aber braucht die Teile. Das finde ich mega gut. Da ist jetzt natürlich noch viel durchgestrichen. Aber auch später, wenn dir irgendeine Ressource fehlt, die sie halt ein bisschen mehr verteilt haben auf verschiedene Nebenmissionen und so weiter. Es gibt gefühlt ein paar mehr verschiedene Ressourcen und auf verschiedene Nebenmissionen verteilt. Kannst du dir immer anzeigen lassen, welche Art von Nebenmission du machen musst, um genau das zu kriegen und dann das freischalten zu können. Du bist uns im Weg. Ja? Eine meiner Superkräfte. Wir haben viele Waffen. Und? Leute, meine App ist noch down. Ich weiß, ich arbeite an einer Lösung. Für eine Minute. Ich melde mich. Bisschen genervt. Oh Mann, ob er sauer auf mich ist? Spider-Legs. Wie heißen die denn eigentlich jetzt auf Englisch? Dein Spider-Sperrfeuer. Wie heißen die jetzt eigentlich nochmal? Weiß ich nicht mehr. Komm schon, wie lange kennen wir uns jetzt? Hast du mich je wütend erlebt? Das war eine rhetorische Frage. Ich würde sagen, ich habe schon grundlegend Ahnung von dem ganzen Universum und von einigen Spider-Bösewichten und so, aber ich bin schon eher der casualige Spider-Man-Fan. Also ich gucke schon die Filme und ich gucke mir alles drumherum an, spiele die Spiele und so und will schon mal wissen, wenn irgendein Name gedroppt wird, wo kommt der eigentlich her, welcher Held oder Bösewicht ist der eigentlich und so. Aber ich finde mittlerweile auch das MCU und alle Spider-Man-Filme drumherum sind so, es ist so viel und es sind so viele, mittlerweile ja auch so viele Timelines, dass ich echt an meine Grenze komme von, vor allem bei Spider-Man, in welchem sind wir jetzt gerade, wer ist gerade tot, wer lebt gerade noch, wer mag wen gerade noch oder wer ist doch gerade böse. Das ist, also, es ist ja auch nichts, was man unbedingt braucht. Man fühlt sich ja auch hier sofort wieder heimisch, willkommen so. Du weißt um die Charaktere und du weißt grundsätzlich, wie die zueinander stehen, aber ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, ist May jetzt gerade, ne? Ja, oder was geht Pepsi. Was geht eigentlich gerade ab? Was geht gerade eigentlich mit Miles Vater ab und so? Ja, das was ist geht das mit seinem Onkel ab? So. Aber das ist ja das Interessante an, wie soll ich sagen, Reimaginations und Neuinterpretation, Reboots. Man versucht zwar, das Grundgerüss einer Geschichte, der Geschichte zu erzählen, aber halt irgendwie noch so Kleinigkeiten zu ändern. Und das macht aber, also das gibt einem so ein, ich finde, einzigartiges Gefühl von,
man kennt irgendwas eigentlich ganz gut und es liegt einem irgendwie am Herzen, aber es ist jedes Mal dann wieder anders und man ist sofort wieder drin, aber wie es jetzt eigentlich hier gerade wieder, was gerade eigentlich Phase ist, das kommt so nach und nach und das ist eigentlich super cool, finde ich. Okay, weil ich habe nicht nochmal Story-Recap vom ersten und vom zweiten. Ich will genau wissen, was jetzt in der Post-Credit-Scene vom ersten passiert ist. Das brauchst du nicht, um da rein starten zu können. Ja, das stimmt. Aber es macht natürlich Spaß. Und es macht natürlich Spaß, genau das, was du vorhin auch gemacht hast, sich vorher einen Trailer anzugucken und im Nachhinein festzustellen, oh, das haben die da rausgenommen. Oder dieser Trailer, da waren gerade 5 verschiedene Charaktere zu sehen. Vielleicht ist das ja schon mal ein Hinweis, was noch in der Story passieren könnte. Ich mag das total gerne, auch wenn ich mir eigentlich ungern Trailer angucke. Lass mich raten. So, ich bin nicht diejenige, die vorhin in Reddit abtaucht. Nee, das mache ich auch nicht. Dass sie raumzeitlich korrelierende Signale nutzt. Ach, ich find's einfach toll. Also auch wenn man Spider-Man kennt, findet man hier immer wieder was Neues oder wird dann auch mal wieder positiv überrascht, was sich die Leute dann wieder ausdenken und wie das funktioniert. Wie zum Beispiel ein Venom. Ja, was ist das? Wie funktioniert der? Haben sie jetzt wieder... Oh Gott. Wer ist jetzt Venom? Woraus besteht Venom? Weil der Ur-Venom, der kam ja jetzt auch... In den Comics hat er auch einen komplett anderen Ursprung. Und in jeder neuen Iteration, ach Gott, von Spider-Man funktioniert er ja auch ganz anders. Kommt er woanders her? Okay. Siehst du, Beispiel, das weiß ich gar nicht so genau. Ich kenne halt die alten, den Film mit ihm. Hm? Und ich habe den ersten Venom gesehen. Den zweiten habe ich mir bis jetzt gespart. Ja, ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen. Ist auch so. Und ich habe grundsätzlich eine Ahnung, um was es geht, wenn dieses schwarze Glibberzeug in New York auftaucht. So. Mhm. Aber was die Story ist, die mir dieses Spiel erzählt, finde ich trotzdem super spannend. So. Und kann ich dir noch nicht vorhersagen, komplett. Es ist halt auch mit dem Green Goblin. Der Green Goblin ist hier, glaube ich, auch ganz anders. Beziehungsweise, wer Ultimate Spider-Man gelesen hat, weiß ja, dass dort der Green Goblin ganz anders ist. Wie auch Venom. Und halt auch die Beziehung zwischen Peter und Miles ganz anders ist. Jetzt sagst du Dinge, die ich nicht einordnen kann. Ja, bestimmt. Also, Miles hat ja seinen Ursprung aus der Ultimate-Reihe. Okay. Und in der Ultimate-Reihe ist es halt so, da gibt's halt keinen Peter mehr. Okay. Und deswegen gibt's Miles. Ja. Verstehe. Also da haben die Geschichte halt so ein bisschen aufgebaut wie in Into the Spider-Verse, ja. Tatsächlich. Und die Ultimate Spider-Man-Reihe war ja auch so eine kleine Renaissance von Spider-Man wieder, wo dann sie die Geschichte von Spider-Man neu erzählt haben, aber halt so genug neue Kniffe mit eingefügt haben, die das Marvel- bzw. auch das Spider-Man-Universum interessant gemacht haben, sowie auch generell das Ultimate-Universum damals zu dem Zeitpunkt. Ah, jetzt kommen die Parries. Du kannst parrien. Ja. Und das ist sehr wichtig. Das ist mir später irgendwann auch aufgefallen. Fuck und Punch! Er wirft das Ding, okay. Gadget-Übersetzung finde ich auch gerade ein bisschen merkwürdig. Höhlenflug. Wie heißt es im Englischen? Du hast ja auf Englisch gespielt. Oh Gott. Ich weiß es nicht auswendig. Es sind halt echt viele Sachen. Es sind allein irgendwie 5, 6, keine Ahnung, da ja auf dem Bildschirm allein 4 Gadgets, dann 4 Superpowers von Peter dann nochmal ähnlich viele. Ja. Das ist, kann mir das nicht alles merken. Ich wusste irgendwann. So, jetzt hast du nämlich die App. Mhm. Und zurzeit kannst du nicht wechseln, story-wise. Du hast es gerade ausprobiert. Aber später kann man, wenn man in die App reingeht, sieht man unten halt auch dann on the fly quasi wechseln in dieser Open World.
Und hier siehst du jetzt bei der Mission, dass die mit beiden angegangen werden kann. Ansonsten wäre da nur einer. Mhm. Gute Arbeit mit der F-Gang. Das ist auch nice. Der erinnert mich ein bisschen an Matrix, wo Neo dann zum ersten Mal seinen Superman macht. Mhm. Das ist der 3-Punkt-Landungsmove nur andersrum. Reverse 3-Point-Landing. Schub. Nein! Nein, ich gehe wieder nach Hause. Meine Arbeit ist erledigt. Ich muss mich noch bei der Uni bewerben. Tschüss. Prioritäten. Was zur Hölle? Okay. Man kann ja auch drüber reden. Okay, das war früher auch eine Fähigkeit, die man erst freischalten musste. Mhm. Aber als jemand, der das mal eine Weile gespielt hat, hast du das dann auch recht schnell wieder drin. Aber das wird dir jetzt einmal erklärt. Ranziehen, anderer Knopf, gedrückt halten. So, und wir haben jetzt... Ich will nicht die ganze Zeit drauf rumreißen. Wahrscheinlich nervt es die Leute schon. Ich will nur nochmal einordnen, so wie viel... Für mich war es super viel, super schnell. Das kann anderen Leuten anders gehen, aber dadurch, dass es halt manchmal auch Tastenkombinationen sind, das musst du länger halten, das musst du nur tappen. Mhm. Plus halt diese bombastisch gut inszenierte Erfahrung so, auf die du ja auch achten willst. Weil du willst ja auch sehen, sieht der Sandman gut aus. Also... Ja, okay. Von der Textur. Ah, ja. Also, ich wollte gerade sagen, also. Das ist schon Daddy. Attackieren mich diese Sandtypen? Das sind wohl Teile seines Unterbewusstseins, die den Kristall beschützen wollen. Und dann erzählt er die ganze Zeit auch nochmal jemand irgendwas, was wichtig ist für die Story. Könntest du ihn wieder kann ich mir schon vorstellen. Also, Leute, die dann so. Wie soll ich sagen? Nicht so viele Sachen gleichzeitig machen, hören und so weiter können, ist das hier schon ein bisschen zu viel. Ich glaube, so ältere Generationen würden sagen, Alter, sind das jetzt die modernen Videospiele? Die ganze Zeit passiert was. Ja, das ist auf jeden Fall... Ein sprechender Kristall. Aha. Okay. Scheint ein Teil von Markus' Erinnerung zu sein. Na gut, steck ich in meine Tasche. Also das ist auf jeden Fall, du wirst halt permanent mit irgendwas beballert. Hey, um die letzte Anfrage? Ein VIP sitzt in einer Limo fest. Hin dran. Alles klar. Wer könnte das nur sein? J. Jonah Jameson. Banky, ist Mr. Wer könnte Sie das noch sonst noch sein? Ja, er ist gerade bei Haley. Eine Limo. Super. Ich hoffe, Harry oder Norman? Den hast du noch nicht fertig. Obwohl... J. Jonah ist ja hier nicht, er hat ja nur einen Podcast. Den gibt's gar nicht in echt, der hat nur einen Podcast. Der kann gar nicht in der Limo sitzen. Er hat kein Daily Beer. Nenn mir einen Podcast-Millionären. True. Hey, bleib weg von der Limo. Das ist die Spinne, auf ihn. Na, auf ihn. Zack. Bam, bam. Ins Dein Gesicht. Ich verbringe auch, glaube ich, 95% der Zeit, wenn ich kämpfe, nur in der Luft, ziehe mir die hoch und verballer sie einzeln. Ja? Und verprügel sie einzeln und dodge noch währenddessen die Fernkampfangriffe. Also. Ich finde es auch so gut, dass man hier in der Luft dodgen kann. Also für mich ist es auch so ganz natürlich, dass Spider-Man dann einfach seine Netze einsetzt, um dann auszuweichen. Ja. Also das haben sie echt smart eingeführt. Und ich denke mir so, ja gut, andere Superhelden können das glaube ich nicht. Eher so ein Iron Man, weil der wahrscheinlich damit sein Düsen ist. Ja, genau. Und ich denke mir so, ey, Insomniac macht mir gerne auch ein cooles Iron Man-Spiel. Der hat eine Limo. Du hattest recht. Es gibt Podcast-Millionäre. Es gibt Podcast-Millionäre! Ich brauche 15 Podcasts jetzt. Ja, der verdammte Jameson. Es gibt ihn.
Ordnung, ja. Du warst nur direkt First Guest, da wollte ich dich noch ein bisschen weiter ran lassen. Okay. Du solltest dir diesen VIP unbedingt mal ansehen. Bin schon gespannt. Also, für mich ist das auch gerade alles neu, für einige Leute, die meinen, da wird, aber das ist doch schon vor einiger Zeit gespielt. Die Preview-Fassung war ein bisschen später im Game, weil da hatte ich auch schon den schwarzen Anzug von Peter gehabt. Was? Peter kriegt einen schwarzen Anzug? Ja. Jemand stirbt und dann braucht er einen schwarzen Anzug für die Trauerfeier. Nein, ich helfe Ihnen, Mann! Mach ein Foto davon! Maskierte Kriminelle für Ihren beliebten Zeitungschef! Manches ändert sich nie! Seien Sie bitte nett zu den Ärzten! Das finde ich auch so schön. J. Jonah ist halt so. Für mich auch so mit J.K. Simmons mittlerweile verbrannt. Also, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand anderes diesen Charakter verkörpern kann. Das ist so, alle sagen immer so, ja, Hugh Jackman ist der perfekte Wolverine, niemand kann ihn ersetzen. Ich denke mir einfach, wer ersetzt ihn irgendwann? J.K. Simmons ist der perfekte Mann dafür gewesen. Und wir haben ihn gerade gerettet, obwohl er immer nur über Spider-Man lästert. Ja. Und sich damit eine Limo leisten kann. Verdammt. Sollten wir vielleicht auch machen. Es war ein Notfall. Ich bin gleich da, versprochen. Ich sehe Sie besser in 10 Sekunden, sonst... Oh nein, schlecht. Halt. Und er so, Bro. Ja. Aber dass die irgendwie kein Bluetooth-Headset haben, sondern immer noch sein Handy rausholt, kannst du mir jetzt. Das muss komplett verbeult sein. Wobei, sie haben sie ja auch. Also, sie reden ja auch, während sie schwingen, ne? Ja, ja, deswegen. Gerade weg. Das Handy muss doch komplett verbeult sein. Das ist übrigens die American Sign Language. Das ist, finde ich, super spannend, dass es da natürlich auch. Und ganz viele unterschiedliche gibt. Oh mein Gott. Hier kannst du halt, wir haben jetzt einfach von Englisch auf Deutsch umgestellt, aber das kannst du natürlich nicht umstellen, ne? Ja. Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das Ganze dann mit Untertiteln zu lösen. Ich finde es nur einfach auch cool von der Repräsentation her, dass die Hayley da drin haben, die halt... Es wäre mega wild gewesen, wenn sie diese Cutscene dann nochmal auf Deutsch gemacht hätten. Mit anderen Bewegungen in der Zeichensprache. Das wäre so verrückt gewesen. Eines Tages. Das wäre so wirklich Next Step gewesen. Eines Tages. Und es wird nie wieder vorkommen. Ich habe genug davon. Nein, ich. Keine Ausreden mehr. Ihr Job ist es, die Schüler zu beschützen, nicht sie im Stich zu lassen. Hat er. Hat er doch. Sie sind gefeuert. Ja, er wurde noch nicht verbeamtet, deswegen. Sorry. Ich weiß nicht, ob das in Good Old America auch funktioniert. Alter. Können Lehrer entlassen werden? Spider-Man muss schwer sein, einen Job zu behalten. Weißt du? Oh, danke schön. Aber ich wette, das kriegst du schon hin. Gefeuert. Ach, ja. Ist auch so, wenn du deinen Lehrer persönlich kennst, weil er, keine Ahnung, deine Mom datet oder so. Oh. So ganz unauffällig so. Ja, ja, ja. Moin. Oh. Finde ich auch schön, dass dein Anzug auch noch so ein bisschen beschmutzt ist vom ganzen Sand. Tut mir leid wegen des Jobs. Wir hatten auch schlechtere Lehrer. Weiterhin. Schreibe ich das in meinen Lebenslauf? Dazu, beim New York Bulletin gibt es einen Fotowettbewerb. Ich habe gestern eins eingeschickt. Es ist nicht viel Geld, aber besser als nichts. Das ist Robbie Robertsons Zeitung. Da hinten raucht's. Wir waren früher beide beim Bugle. Nein, ich das nur Sand. Ich weiß, was ihm gefällt. Danke, Miles. Was macht der Sand? Jetzt schicke ich noch welche, wenn ich Zeit. Robbie sagte immer, zeig mir nicht die Stadt. Guck, und das finde ich nämlich cool. Dass dir nicht erst mit einem riesigen Questmarker dahin gedeutet wird, sondern du hast jetzt wirklich mal die Möglichkeit, oh, da hinten raucht's. Das finde ich aber interessant, gehe ich doch da mal hin. Das hattest du im ersten Teil nicht. Hattest du nicht, ne? Ja, stimmt. Da bist aber du halt straight up von Questmarker zu Questmarker gegangen. Ja, das stimmt. Ach Gott, im ersten Teil habe ich noch alle Rucksäcke eingesammelt, ne? Ich habe auch beide auf 100%. Aber es spielt sich auch so gut. Die Kämpfe machen halt Spaß. Deswegen habe ich kein Problem, dann halt so, oh ja, du musst da hingehen und erstmal alle Gegner verprügeln. Ich so, ja, mach ich gern. Gib her. Mehr davon. Ja, es float halt so schön. Und ich kann auch verstehen, dass manchen Menschen das, wenn man eine Mini-Aufgabe, also eine Art von Nebentätigkeit irgendwie 6-mal machen muss, dass einen das nervt. Ich kann
schon mal sagen, dass sie sich da auch neue Sachen und abwechslungsreichere Sachen ausgedacht haben, aber natürlich ist es auch immer noch ein Spiel, das grundlegend so funktioniert wie die ersten beiden Teile. Mhm. Und ja. Ich mag aber dieses Abarbeiten, wenn es halt gut cool ist. Gemacht ja. ist. So. Ich liebe diesen Flow von diesem Kampfsystem. So, das ist nicht das Herausforderndste, also kannst natürlich auch den Schwierigkeitsgrad noch ändern. Klar. Aber ich mag dieses Flowige und ich mag einfach dieses... Marco glaubt, er wird beobachtet. Ja, sich berieseln lassen und sich halt gut wie ein freaking Superheld fühlen. Ja. Und das qualitativ einfach gut, weil es einfach auch im Kampf genau das macht, was du willst. Also das, du behältst den Überblick, du weißt immer, an welchen Charakter du dich gerade ranheftest und so weiter. Also es ist nicht so, dass da irgendwie so eine Randomness drin ist, sondern es funktioniert halt echt gut, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, das Traverseln hier ist auch einfach viel, viel besser geworden. Also vor allem mit dem Wingsuit, es funktioniert halt einfach so gut. Ja. Ich hab beim ersten Teil vor allem, also ich hab bei beiden eigentlich auch oft, wenn ich dann das Schnellreisesystem hatte, mich einfach nur von Main-Mission zu Main-Mission hin teleportiert. Wirklich? Und die abgearbeitet, weil zwar immer alle darüber reden, wie geil das Schwingen war, ich fand's aber noch nicht so 100% geil und ich fand's auch teilweise nicht schnell genug. Ich wollte immer noch mehr Schwung haben, um irgendwie schneller weiter höher zu kommen und das hast du hier. Die haben das wirklich noch mal geiler gemacht. Können wir jetzt einfach mal schnell reisen? Nee, noch nicht. Noch nicht? Okay. Gehen wir nochmal drauf. Guck mal, unten in der neben Legende steht Schnellreise, das ist noch ausgegraut. Ah, okay, ich sehe es. Ja. Das wird dir noch erklären. Dreieck. Da leuchtet was. Es leuchtet blau. Was tut es? Ja, gut, Technikteile überverteilt, also. Rucksack, ich höre dich trapsen. Ja. Ich sag mal jetzt Bescheid. Wir können das brauchen. Oh, das finde ich auch noch ganz schön. Interaktion mit den lieben Bürgern in New York. Ey, wer will ein High Five haben? Du willst ein High Five oder ein Selfie haben, ne? Nein? Nein? Ich habe doch eben gerade gesehen. Du wolltest. Okay, hier will ich mir. Hi, hallo, ich bin's. Spider-Man. Also, es fehlt noch die Mod, wo er dann so ein bisschen so herumgeht. Ich möchte die Tobey Maguire Mod haben. Stimmt. Oh Gott, ist das eine riesige Ratte! Willkommen in New York. Okay, kann ich die streichen? Nein. Mann! Aber guck, du, mit ihm kannst du reden, da rechts. Also in einem Ubisoft-Spiel... Oh, nein. Ohnmächtig geworden. Ohnmächtig geworden. Oh, diese Muskeln. Die sind alle echt. Superman! Nee, Spider-Man. Ja, Spider-Man. Falls du das nicht wusstest. Aber wie war's? DC Comics existieren in der Welt von Marvel. Weiß ich nicht. Doch, so ist es. Siehst du, da bin ich wieder nicht. Weil andersherum geht das nicht. Die. Marvel spielt ja sozusagen in unserer echten Welt, mit echten Städtenamen und so weiter, bis auf Wakanda jetzt zum Beispiel und andere Sachen. Aber bei DC sind es ja überwiegend fiktive Städte und Metropolen. Mhm. Und da existieren, glaube ich, die Marvel-Figuren überhaupt nicht. Also es, in den Comics ist es halt auch so, dass manchmal Sachen kommen wie... Drück mal R3. Oh. Beeilung. Zu spät. Ja. Da gibt's, macht Spidey auch sehr viele Gags, dass er Batman ist. Wir fragen ja immer, wer bist du denn? Ich bin Batman. Guck mal, du hast da jetzt noch ein Bonusziel. Okay. Aber ich weiß auf Deutsch nicht, was der Netzreißer ist. Netzreißer? Das ist der Netzreißer. Guck, und wenn du davon 3 gemacht hättest, aber die sind ja jetzt alle schon down. Sedided. Ja, gut. Dann hättest du mehr EP und mehr Teile, glaube ich, gekriegt. Die Boni gab's ja auch im ersten Teil. Ja, das, was hier noch fehlt, ist natürlich so ein Tag-Nacht-Wechsel. Na bitte. Den gibt's ja noch nicht. Du spielst aber jetzt auch noch nicht lang, ne?
Aber kommt da noch ein, also ich meine, der Tag Nachwachse wird nur forciert durch Story, beziehungsweise du kannst ihn aktivieren, triggern, aber es... Kommt jetzt wirklich ein normaler Tag Nachwachse wie bei GTA? Darüber reden wir jetzt nicht. Ja, kannst du mir auch ruhig sagen. Ja, dir sage ich das, aber... Wir gucken uns jetzt erstmal, wir sind ja auch noch sehr zu Release, das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal wirklich nur das an, was in der ersten Stunde passiert ungefähr. So, jetzt noch ein. Alles, was wir jetzt drumherum geredet haben, sind Sachen, die im Trailer waren oder die in der Preview gezeigt wurden. In der Preview oder in den ersten Review Talks, die ja jetzt auch schon raus sind. Wunderbar. Damit können wir was. Aber wir wollen euch natürlich. Aber wenn das kommt, dann wäre es so eines der Sachen, die noch gefehlt hatten. Okay, das war jetzt ein Foto von Darwin Award, wie wir gesehen haben. Oder? Solange sie der Frisbee nicht hinterher springt. Aber es war eine Frisbee, die so aussah wie das Schild von Captain America. Ich kann mir schon vorstellen, dass einer hinterher springt. Na, eigentlich muss das Schild, muss die Frisbee ja dann. Das finde ich aber witzig, weil die Frisbee kommt ja dann immer wieder zu dir. Ja, stimmt. So, jetzt hast du. Da können wir fotografieren. Das ist Fotospot und da war er noch nicht. Da können wir mal hingehen, oder? Drück mal dieses R3. Weil du kannst jetzt überall, wo du bist, diesen Scan quasi machen und dir Sachen in der Nähe jetzt anzeigen lassen. Hm, okay. Der ist, du musst jetzt immer hier was finden, was du fotografieren musst. Warte, wie war es nochmal? Nach oben wischen auf dem Pad. Bin immer noch nicht so ein Fan von. Okay, wenn das perfekt ist. Ich hab's von weiter vorne fotografiert und den kompletten Gemüsemarkt, der war halt in dem Fall gemein. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät. Und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Oh. Die Leute werden belästigt. Da muss ich hin. Die Leute werden belästigt. Ja, perfekter Ausweich, also dodgen im richtigen Moment. Ihr musstet doch wissen, dass ich hier auftauche. Zu spät, glaube ich. Nee, zu früh. Meine ich. Hä, wo kommt der denn her? Tja, wo kommt der denn her? Ja, macht kurz mit. Ach, das war schon. Ja. Verbrechen? Mehr habt ihr nicht drauf? Wie bitte? Mehr haben die nicht drauf. Ja, okay. Das passt sehr gut zu den beiden. You can pet the other Spider-Man. Ja. Aber das finde ich schön. High five? Nee, nein. Oh Gott. Ja, Umarmung. Ja, jede Gamescom, auf der ich dann Leute treffe, die ich lange nicht mehr getroffen habe. Ja. Gute Witze, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Ja, aber diese Kristalle hatten wir schon einen. Wir haben schon mehrere gehabt. Können wir es uns nicht leicht machen? Komm. Na gut, man muss auch sagen, es sieht jetzt gerade einfach aus. Es liegt auch daran, weil ich auch nicht den höchsten Schwierigkeitsgrad habe. Ne? Das ist jetzt, wir spielen ja auch unglaublich. Unglaublich war das. Und wie gesagt, wenn ihr die ersten beiden Teile gespielt habt, dann fühlt ihr euch sehr schnell, sehr wohl mit dem Kampfsystem. Ja, ich glaube, für Leute, die den ersten Teil gespielt haben, ich glaube, dass der Schwierigkeitsgrad auch in Ordnung jetzt gerade. Ich finde jetzt auch gerade angenehm, weil ich kann zocken und auch quatschen dabei. Ja. Muss nicht so highly focused sein. Da merkst du zum Beispiel auch diese Motoren in den Schultertasten, diesen Stein aufzubrechen, das ist schon relativ, musst du schon relativ doll drücken, ne? Ja, ja, davon kommen ja noch einige andere Sachen, ich muss sagen. Das ist so eines der wenigen Spiele, die dann auch wieder daran erinnern, oh, der Controller kann sowas. Ja, ich mag das total gerne. Ja. Oh, warte, das ist eine Zwille zu sehen. Mhm. Gehen wir nochmal hin, oder? Probieren wir es mal aus. Link Shot. Oi! Oi! Muss X drücken, ja.
mehr Teile. Ja. Können wir mal gucken, können wir was upgraden? Oh, guck dir mal, Segrete. Ich kann einen Netzgreifer bauen. Im Besitz. Dann kann ich die auch upgraden. Mhm. Dann können wir bei den Fertigkeiten reinschauen. So, Miles haben wir gerade übersehen. Geben wir Miles noch den Sprint. Der Sprint wird nochmal aufgeteilt, wenn im Schlag. Naja, komm, was für die beiden. Da, Katapultsprung. Okay, Katapultsprung nennen die das. Ah, ja, gut. Mhm. Aber warte mal, du warst noch nicht bei der Zwille, ne? Ach, das war nicht die Zwille. Nee, du hast nur aufgehört. Da ist die Zwille, ich sehe schon. Da rechts. Mein Anzug ist überall voller Sand. Ja. Ich sollte mich da umziehen. Oh Gott. Oh, was ist denn hier los? Ach, der Superkatapultsprung. Das ist der Ort dafür. Bam! Den man ja auch schon im Trailer gesehen hat. Mega cool! Ja. Das war eines der Sachen, die sich die Fans gewünscht haben. Nach dem ersten Teil. Das ist ja auch, schön, dass sie es nochmal eingeführt haben. Und das ist auch nochmal so ein Ding mit den... So Windtunnel sozusagen. Es gibt jetzt so Windtunnel. Ja. Die sieht man jetzt nicht durch diese Kreise. Die Kreise sind nur da, wenn du wirklich in dem Windtunnel bist. Aber du siehst halt öfters mal so von oben aus, also von unten nach oben auch so Windströme. Und jetzt sieht man, wie der eigentlich aussieht. Der sieht halt aus wie so ein bisschen Wind. Aber wenn man dann drin ist mit dem Gleiter, dann hast du auch diese Kreise, wo dich wirklich führen. Und ich finde es auch in Ordnung, dass das so dargestellt wird, denn es wurde auch gesagt, die Linsen von Spider-Man, die sind jetzt mit Augmented Reality ausgestattet. Siehst du, das wusste ich nicht mal. Weshalb es dann da alles drin ist. Spider-Man ist ja ein kluger Typ, deswegen kann er sowas bauen. Smart, smart, smart. Smart, 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 ja. Wo ist das Dark Tower? Ich muss auch in solchen Filmen nicht alles immer 100, also in Superhelden sind Superhelden und müssen Spaß machen. Ja. Punkt. Ja, nee, aber ich finde das schon auch hier mit den Tom Holland Spider-Man, da haben die auch diese Augmented-Dinger eingeführt. Deswegen ist es ja auch schon in Ordnung und auch okay erklärt, dass sie so einen Tag haben. Ein paar Vollidioten wollen da einbrechen. Stehst nicht umsonst. Ja, vorbeigeflogen. Oh. It's a me, Spider-Man. Ach ja, it's a me. Am gleichen Tag kommt Super Mario Bros. Wonder raus, das ne? Das stimmt. Oh, wir sind halt auch einfach in einem krassen Jahr. Das beste Spiel des Jahres. 2023. Ja. Dass die Marvin Wassen wieder ausgepackt haben, ey. Ehre. Liebes. Hilarious. Ich fand's sehr lustig. Ah. Dong. Aua. Ja, ich überlege gerade. Was denn? Nee, es geht nur, wenn es gelb ist. Der Counter. Der Parry. Weiß ich nicht mehr. Der Parry funktioniert nur, wenn es gelb aufleuchtet, soweit ich weiß, oder? Ich bin mir nicht sicher gerade. Okay. Du bist die, die schon 27 Stunden in Spider-Man hat. Aber du kennst mich auch, ich parrye ungern. Oh, wirklich? Naja, hast du mich schon mal als Host-Like-Spiel gesehen? Nee, weil du es nie zeigen möchtest. Also schreibt gerne in die Kommentare, dass ihr das nächste Knall durchgenommen gerne mit Sarah sehen möchtet. Nee, auf gar keinen Fall. Wie sie Dark Souls spielt. Nein. Nein? Nein. Nein? Nein. Okay. Danach hassen wir uns alle. Ah, komm. So schlimm kann es nicht sein. Da, die Ersatzkleidung. Und wir haben neue Kostüme. So, wir haben den sauberen Spider-Man. Den mit Kapuz. Den sauberen und den gelben. Den gelben Spider-Man, stimmt. Das finde ich super cool. Also es ist, gibt jetzt diese verschiedenen Anzüge, wie schon im Vorgänger. Da gibt es mehr davon. Mhm. Und sie haben jetzt Varianten. Das heißt, du kannst ihn herstellen. Und dann kannst du dir noch überlegen, ob du den auch in verschiedenen Varianten anziehen willst. In verschiedenen Farben, ne? Ja. Und das musst du dann nochmal freischalten. Okay. Aber was sie nicht mehr... Also... Ja. Hatten die auch noch, die hatten früher noch verschiedene Fähigkeiten gehabt. Ja. Genau, also ich kann mich daran erinnern, es gab ja den Tom Holland Spider-Man, der hatte da noch so einen kleinen
Spider-Bot gab, so ein Spider-Bro, glaube ich, hieß er. So eine kleine Drohne, die dann mit herumgeballert hat. Mein Lieblingsanzug aus Miles Morales war der mit Spider-Man, der Katze im Rucksack. Ja, mochte ich auch. Spider-Man trägt Spider-Man durch die Gegend. Ja, miau. Die Spider-Katze, die auch eine Maske da drauf hatte und auch Venom-Fähigkeiten hatte, oder? War das weiß das? Ich nicht mehr. Die, die dann aus dem Rucksack raussprang, ja, und dann nur mit angegriffen hat. Die hat mit irgendwelchen Finishern hat die auch mitgemacht, das die stimmt. War cool. Okay, er hat einen Ersatzanzug. Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Dann schauen wir uns wohl noch einmal kurz Pietes Wohnung an. Was für ein erster Tag. Und dann müssen wir auch schon langsam... Oh, ich muss weiterspielen. Darfst du aber noch nicht. Darfst du aber noch nicht. Ich bin da. Ist es schlimmer, als gefeuert zu werden? Darfst du bald. Bald. Das ist ja auch wirklich, also wenn das hier rauskommt, dann habt ihr auch endlich, wir wollen ja auch nicht so ewig viel zeigen, weil dann dürft ihr alle selber ran. Ja. Erscheint auch nur für PlayStation 5, nicht mehr für PlayStation 4. Ja? Ja. War auch schon bei der Ankündigung vor einigen Jahren so, dass es nur noch PlayStation 5 ist. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja. In der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. No. Oh, oh. Smooth. Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß, ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche einen Heli mit Kartoffelantrieb. Tut mir so leid. Sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Was? Sucht Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Oh. Was heißt das überhaupt? Das heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Cool. Okay. Die fallen raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Ja. Er ist schon ein Cutie. Ja, ist schon lieber. Also ich an seiner Stelle würde einen Twitch-Account erstellen und einfach streamen, wie ich herumschwinge, um dadurch dann halt alles bezahlen zu können. Also ganz easy money. In real life stream. Ja. In real life Spider-Man. Spider-Man. Ey, das wäre so smart. Du müsstest ja wirklich nicht mal bei dem Twitch-Account müsstest, also du hast natürlich Impressumspflicht, du musstest und alles, und wer ist eigentlich Spider-Man? Scheiße! Ah, in zwei Klicks. Ah, du brauchst, okay, das ist doch nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie das in Amerika ist. Scheiße. Du bräuchtest ein Postfach. Nein, aber, ja. Hinterzimmer? Ja. Yes. Und damit würde ich sagen... Ich räume mal ein bisschen auf. Lassen wir Peter Parker mal aufräumen. Nein! Okay, ich leg zur Seite. Das war die erste Stunde Spider-Man 2. Ich hab Lust. Mir hat's dir gefallen. Ich find's fantastisch. Ich mag es. Also ich hätte jetzt einfach noch weitermachen können. Ich hätte eigentlich gar nicht die Main-Quest weitermachen wollen, sondern ich wollte auch noch ein bisschen herumschwingen, mir noch ein paar Sachen anschauen, gucken, was für Side-Quests es noch gibt. Ich wollte jetzt noch ein paar Sachen mir nochmal in Ruhe anschauen, aber das werde ich wahrscheinlich später machen, zum Beispiel mit Skilltree und die ganzen Fähigkeiten, was man da alles noch bekommen kann. Es ist so viel, es ist zwar more of the same, aber das Spiel war schon so gut. Deswegen, warum sollte man auch noch so viel anders haben wollen? Ich finde es halt sehr viele neue gute Ergänzungen. Kampfsystem wurde erweitert, Schwingen wurde erweitert, du hast die Netzflügel. Du spielst Miles, kannst jetzt hin und her wechseln zwischen beiden Spider-Helden. Also ich find's super. Also ich kann auch schon sagen, dadurch, dass die Map größer ist und noch mehr Stadtteile haben, fühlt sich New York halt auch einfach unterschiedlicher an unterschiedlichen Orten. Das ist schon sehr cool. Mir hat die erste Stunde sehr viel Spaß gemacht mit dir. Mhm. Jetzt noch 25 Stunden. Bald selber reinzocken. Und damit würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ja, machen wir einen Deckel drauf. Also schreibt in die Kommentare, ob ihr dieses Jahr Spider-Man spielen wollt oder Baldur's Gate oder Starfield oder es sind so viele Spiele da draußen. Sollen wir das es kommt noch als schaffen? Alan Wake kommt noch, Super Mario Wonder kommt noch. Welche Spiele kommen denn noch dieses Jahr?
Alle. Alle. Es kommen noch so viele Spiele. Also, wir leben guten Zeiten als Spider-Man-Fan, wir leben guten Zeiten als Videospiel-Fan. Also, ja. Wenn ihr Bock auf Superheldengeschichten habt, kann ich euch Spider-Man 2 nur wärmstens empfehlen. Und damit sind wir raus für heute. Mhm. Ciao.